Hallo, wir machen heute zusammen dieses Nageldesign. Ein bisschen rosa, ein bisschen lila, ein bisschen Glitzer. Ich hoffe, euch gefällt es. Und viel Spaß beim Zuschauen, ihr Lieben. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, so soll das später aussehen. Auf der linken Hand. Ich glaube, von euch aus gesehen ist es jetzt zwar rechts, aber das ist meine linke Hand. Habe ich schon einen Basecoat aufgetragen, also einen Unterlack. Und dann mit dem Essence Jelly Baby Bubblegum lackiert. Wenn ihr den nicht habt, nehmt einen schönen rosa Ton. Nicht zu pinkig. Ich suche gerade ein, wartet mal. La 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 la. Ja, das Problem ist, wenn man so viele Lacke hat, findet man den, den man nicht euch zeigen will, nicht. Auch der falsche. Zum Beispiel den hier meinte ich. Der ist jetzt zwar noch etwas heller, aber mit dem geht es genauso gut. Der ist von Wet n Wild. So, das nächste, was ich gemacht habe, ist mit einem dunkleren Ton. Das hier ist jetzt Essie Big Spender. Ich habe aber jetzt wirklich nur den Essie genommen, weil von der Jelly Baby gibt es einen, der heißt Very Berry und der sieht genauso aus und deswegen habe ich mir den Essence nicht gekauft. Also nehmt so einen lila, pinkigen, dunkelpinkigen, ins Lila gehende farbigen Ton. Da findet man immer was. So. Und dann geht's auch schon los. Und zwar setzen wir hier etwa in der Mitte des Nagels an und ziehen einfach so einen schrägen Streifen nach oben. Füllen dann den Rest aus. Das wird wieder mal eine Kleckserei, die man aber am Schluss wieder mit Nagellackentferner wegmachen kann. So, das machen wir bei dem nächsten auch. Ich zeige euch das nochmal. Ihr setzt ungefähr immer in der Mitte des Nagels an. Also hier in der Hälfte. Und zieht dann einfach schräg nach oben. Und dann füllt ihr das, was oben noch nicht ausgefüllt ist, einfach wieder mit dem Lack aus. So. Ich hoffe, ihr seht das auch einigermaßen gut. Also wieder in der Mitte und dann einfach so schräg nach oben. Das braucht auch eigentlich keine Übung, weil das geht ganz einfach. Das war jetzt ein bisschen viel Lack, dann streift ihr das nochmal am Fläschchen ab und zieht mit dem, was zu viel auf dem Nagel ist, einfach weiter. Dann habt ihr auch keine Probleme. Muss natürlich dann ein bisschen länger trocknen als die anderen, wenn es ein bisschen zu viel war. So sollte das ungefähr aussehen. Ich mache jetzt noch den Daumen, weil den seht ihr jetzt eh nicht so gut, wenn ich den auflege. Und dann lasse ich es gut durchtrocknen, dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt. So, den nächsten Schritt machen wir mit einem Glitterlack. Entweder was euch eigentlich gefällt, was ich euch zeigen kann, was ich selbst habe, ist der hier von Wet n Wild. So ein pinker Glitter. Und den hier habe ich geschenkt bekommen. Der ist von Bipa. Den gibt es also nur in Österreich. Den werde ich jetzt benutzen, weil der ein feineres Bürstchen hat. Aber ihr könnt den anderen auch benutzen. Dann müsst ihr halt ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Also ein pinker Glitter ist schön. Oder ihr nehmt einen silbernen. Oder zum Beispiel von Essence gibt es Tip Painter. Die sind auch so spitz im Nagelbürstchen. Das ist dann halt kein pinker Glitter, sondern ein Multiglitter. Den könnt ihr auch nehmen, falls ihr mit einem breiten Bürstchen nicht zur Rande kommt. Und dann gehen wir mit dem Glitter einfach über die Linie zwischen dem dunklen Pink und dem hellen Rosa. Und ziehen die so nach. Es dürfte eigentlich recht schnell gehen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu viel Glitter auf dem Pinsel habt, damit es nicht so ein
so eine dicke Wurst gibt, wollte ich jetzt sagen, aber irgendwie hört sich das eklig an. Nicht so einen dicken Strich, damit es nicht so hervorsteht. So, den Daumen. Ich finde, so sieht es schon sehr schön aus. Aber ich liebe Glitzer, 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 Glitzer. Und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Glitzer drüber. Und zwar habe ich hier so ein silbernes mit Glitterfäden. Der ist jetzt auch von Biber, also auch aus Österreich. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr findet silbernen Glitzer auch überall. Bei P2, Essence, Ribble de Loop, etc. etc. Ich habe ungefähr 10 verschiedene Glitzer. Das ist einfach ja, beliebig, was ihr da nehmen könnt. Und das setzen wir jetzt an die oberste Spitze eures Nagels, auch so als schrägen Strich quasi. Aber ihr sollt nicht an das pinke Glitzer drankommen. Also es soll ein bisschen dunkellila frei bleiben, damit ihr quasi so eine Dreiteilung habt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ihr seid ja alle schlau, ihr versteht das auf jeden Fall. So. Und hier auch noch. Also ihr setzt wieder hier schräg an und zieht es dann einfach hoch. Und immer drauf gucken, dass in der Mitte so ein Stückchen dunkel, pink, lila frei bleibt. Zack, zack. Am Daumen darf es natürlich ein bisschen mehr sein, weil da ist die Fläche ja auch größer. Das war jetzt aber hier ein wenig zu viel. Das verteile ich jetzt ein wenig nach unten. Okay. So. Also wie gesagt, ihr könnt da jeglichen Glitzer nehmen, der euch gefällt. Ich habe hier zum Beispiel noch von Fairwind einen, den gab es beim DM und beim Schlecker. Oder was auch sehr schön ist, zum Beispiel von Rivel de Loup Young, da sind so kleine Herzchen drin. Oder, was habe ich noch? Wartet mal mit. Der hier ist auch sehr schön. Der ist von Ribble de Loop. Der ist einfach nur so ein Multiglitter. Also das ist ganz egal, was ihr dann nehmt. So, damit das schöne Nageldesign auch eine Weile hält und ihr das nicht umsonst gemacht habt, einfach noch ein Überlack, P2, Megashine Topcoat benutze ich jetzt zum Beispiel. Der ist halt immer sehr flüssig. Das ist egal. Da findet ihr mit der Zeit schon den, wo euch am besten gefällt. Komisches Deutsch mal wieder. Ja. So. Ich habe gemerkt, ich habe die Kamera nicht auf nah gestellt. Das heißt, ihr seht jetzt, glaube ich, ein ziemlich verschwommenes Bild, was ziemlich mistig ist. Ich werde mir das jetzt im Nachhinein nochmal ansehen. Und wenn es wirklich schlecht ist, oh, muss ich alles nochmal drehen. Aber na gut, das werden wir jetzt gleich sehen dann. Oder ich besser gesagt. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann sind die Disco-Glitzer-Nägel auch schon fertig. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal auf nah gestellt, damit ihr das auch mal sehen könnt. So sieht es aus. Also ich muss sagen, es glitzert halt wirklich schon sehr stark. Ihr könnt wie gesagt auch die letzte Glitzerschicht weglassen und es auch nur in die Mitte machen, wie ihr möchtet. Jeden Fall ist es schicki schicki und dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.